Ein kurzer Blick über die Schultern von Thorsten Frohns, Master of Life Ticker beim TV Hildburghstein. Und da laufen am heutigen Sonntag, den 18. März 2018 in der Stadthalle die beiden ersten Spitzeneinzel. Zweite Sitzung des Bundesliga. In dem Doppeln hat man sich unentschieden getrennt. Peter David an der Seite von Alex Fleming mit einem 3:1. Und auf der anderen Seite das Doppel durch Dominik Petrist und Dennis Dicker. Die konnten immer in Führung gehen, aber in der anderen Stellung als Malessa auf Dickert aufschlagen konnte. Die anderen schon wirklich keine Chance. Und so war es abzusehen, dass dann im Entscheidungssatz mit etwas Pech die Hildburghsteiner die vermeintlich bessere Stellung nicht gerade nutzen konnten. Mit einem knappen 5:4 in die vermeintlich schlechtere Stellung. Also die Stellung, bei der sie kaum gepunktet hatten in den Sätzen vorher. Gehen mussten. Da stand es dann schnell 9:6. Für die Kölner. Und das Doppel war weg. 1:1 also in den Doppel. Für meine Begriffe war er im Doppel eigentlich der Schwachpunkt. Alberto Mio. Aber hier hat er erst einmal den ersten Satz für sich gebucht. Gianluca Walter, der Bruder von Ricardo Walter. Nationalspieler, spielt ja an der Seite von Ruben Filho-Sabrudo, wohlgemerkt eines der besten Doppel, wenn nicht das beste Doppel Deutschlands. Bei den Deutschen selber hatten sie dann eigentlich erst im Endspiel Probleme, dann aber so richtig Dangchu, der Penholder-Spieler. Sabrudo spielt ja normales, ein Gänsefüßchen Shake-Hand. Er spielt Penholder. An der Seite von Beneduta zwei große Hoffnungen des Deutschen Tischtennisbundes. Nachwuchs, Nationalkader. Die überzeugten da ein Doppel ohne Ende und gewannen das glatt ohne Satzverlust gegen Filus Walter. Also der Bruder ist hier. Ersten FC Köln in der zweiten Tischtennis-Bundesliga aktiv. Heute nur im Doppel eingesetzt. Die reisen immer zu fünft und man muss dann
auf jeden Fall mindestens einer in den Einzelnen pausieren. Mindestens heißt, es kann auch sein, dass er überhaupt nicht zum Zuge kommt, auch nicht im Doppel. Habe ich nicht ganz so verfolgt in dieser Saison, wie sie es machen. Auf jeden Fall fahren sie immer fünfmal zu den Spielen. Tschechischen Meistertitel im Doppel, als Linkshänder natürlich gefragter Doppelspieler. Kommt hier im zweiten Satz wesentlich besser ins Spiel. 5:1. Passiert, so was passiert halt. Schauen wir uns mal die Platzierungen ein bisschen an. Das Erkennungsmerkmal von Peter David eben gesehen. Die Kniebeuge. Keiner macht sie so oft wie er. Während des Spiels, meist vor dem Aufschlag und vor dem eigenen Aufschlag. Jetzt mal nicht. Schlechtes Omen, Fragezeichen. Ohne die Kniebeuge. Da haben wir sie wieder. Ein Fall für den Psychologen. Normal, das ist schon normal, macht es nämlich bei eigenem Aufschlag bevorzugt. Hier fällt es jetzt auf. Dass er sie mindestens zweimal beim gegnerischen Aufschlag gemacht hat. Beim eigenen Bewegen. Wie relevant ist das denn? Ganz nebenbei. Bemerkt und aufgefallen. So, jetzt wieder alles wieder auf der Reihe. 7:6. Das weiß man ja so, für den Schnittwechsel im Aufschlag nicht einfach zu lesen für die Gegner.
Roberto Alberto, Alberto Vino, glaube ich, heißt er. Also bitte nicht festnageln, der alte Mann und die Demenz. Ziemlich missglückter Aufschlag. Wenn David da reagiert hätte, hätte er den direkt verhaften können. Da war man selber überrascht. 10 zu 6. Und da werden die Dinge wieder zurechtgerückt. Und es hat schon ein bisschen erstaunt, dass der Peter da den ersten Satz verloren hat. Aber man darf den Herrn Mino nicht unterschätzen. Den dritten Satz unter YouTube, Reinhard Steinbrecher, Suchwort Peter David gegen Mino. Oh.